Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zu einer neuen Folge der Dortmund-Karriere. Ja Leute, es geht weiter. Nach dem ersten Sieg hier gegen Köln, den Last-Minute-Sieg, haben wir ein 2-2 gegen Bochum gespielt. Aber jedes Spiel zwei Tore bis jetzt, das läuft doch eigentlich gut. Die nächsten drei Spiele haben es in sich. Heim gegen Heidenheim, dann auswärts gegen Freiburg, auswärts gegen Paris Saint-Germain in der Champions League. Und dann kommt Wolfsburg, Hoffenheim und im Pokal kommt dann eben hier Werder Bremen. Wir sehen, in der ersten Runde hat Paderborn Magdeburg rausgeschmissen, Lautern schmeißt Rostock raus, Elversberg gewinnt gegen Aue, Fell schmeißt Bielefeld raus, Halle gewinnt gegen Osnabrück, okay, Sensation, Hamburg schmeißt Düsseldorf raus, Nürnberg schmeißt Kiel raus, Fürth gegen Duisburg gezittert, Freiburg 2 verliert knapp gegen Schalke, Saarbrücken schmeißt Pauli raus, auch eine Überraschung, Wiesbaden kommt weiter gegen Rot-Weiß Essen, der KSC kommt weiter gegen Sandhausen, Braunschweig weiter gegen Haching und Hertha verliert gegen Hannover. Gibt es irgendwelche Bundesliga-Duelle? Leverkusen gegen Stuttgart, Leipzig gegen Wolfsburg, Bayern-Gladbach, oder könnte Bayern schon rausfliegen? Ja? Aber ansonsten Frankfurt-Union, ja, Augsburg-Darmstadt, okay, Kaiserslautern-Hamburg. Also es können einige, ja, Brecher schon mal rausfallen. Wir gehen jetzt hier gleich rein in das nächste Spiel. Deadline-Day überspringen, wir werden nichts mehr machen. Wir haben gleich auch gar keine Spieler mehr auf der Liste, die wir verkaufen wollen. Wir gehen jetzt hier direkt rein. Trüffert wurde auch schon gekauft, habe ich gerade gesehen, den wir auf der Liste hatten. Ne? Ja, Süle ist eben gesperrt. Der wird dann auch rausgenommen für eben Schlotterbeck. Hier packe ich dann nochmal Bar rein. Was mache ich? Wir spielen gegen Heidenheim. Da kann man mal ein bisschen durchtauschen. Ein Matcher darf man spielen, genauso wie Bar. Auch Antonio Silva darf spielen für Hummels. Gerassi bringe ich mal von Anfang an. Duranville nehme ich mal mit auf die Bank. Rentsch nehme ich mal mit auf die Bank. Günther nehme ich mal mit auf die Bank. Der darf auch mal starten gegen Benze Baini. Der war nicht so stark im letzten Spiel. Im ersten Spiel war er dafür halt richtig stark. Ja, würde ich sagen, starten wir so rein in das erste Spiel dieser Folge gegen Heidenheim. Wieder bei uns im Signal Iduna Park. Ich hoffe mal, dass wir jetzt mal gewinnen werden wieder. Da ist wieder Julian Brandt hier an der Ecke. Aber da ist jetzt ein Matcher. Das erste Spiel für ihn. 23. Minute. Das ist ein Spiel auf ein Tor. 4, 5 Chancen, die fünfte ist dann drin. Felix Nmecha macht den Führungstreffer hier für Borussia Dortmund. Sehr, sehr stark, und damit gehen wir ganz wichtig in Führung. Weil dieses Spiel gegen Heidenheim, egal was passiert, und müsste eigentlich auch wie in echt nach 5 Spielen 15 Punkte haben. Weil die ersten 5 Gegner Freiburg, Wolfsburg, Heidenheim, Bochum und Köln sind, wo du einfach die Spiele gewinnen musst. Also was anderes gibt es ja nicht. Danach kommt Hoffenheim. Also da musst du eigentlich mit vielen Punkten rausgehen. Im Moment haben wir 7 nach möglichen 9. Sehr, sehr stark. Und damit führen wir im Matcher. Erstes Spiel, erstes Tor. Gerassi, komm, spiel ihn durch zum Malen. Hoffentlich ist er nicht im Abseits. Und jetzt ist der Ball drin mit dem Halbzeitpfiff. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist ja ein Spiel auf ein Tor. Kobel hat nicht einmal diesen Ball gesehen. Wir haben, glaube ich, jetzt schon nach der ersten Halbzeit 8, 9 Torschüsse. Also normalerweise ist ja Heidenheim, könnte schon mal unangenehm sein für Dortmund. Das ist ja typisch Dortmund. Aber eigentlich müssen wir uns hier 5-6-0 im Frust von der Seele schießen. Hier spielt Gerassi den Ball durch zum Malen. Kein Abseits. Der vorbei an Jürgensen. Und damit führen wir mit 2-0. Ganz, ganz wichtig. Oh, Gerassi, schön gemacht. Weiter zu Adeyemi. Der hat mit einer starken Grätsche den Ball erst geholt. Der hat jetzt nicht mehr viel Tempo. Adeyemi schießt den Ball ins Tor vorbei an Jürgensen. 84. Spielminute. Borussia Dortmund geht mit 3-0 in Führung. Und das muss jetzt die Entscheidung sein. Das muss der zweite Heimsieg in Folge sein. Und wir sind immer noch ungeschlagen. Das ist gut, weil verlieren wäre hier jetzt nicht so schön. Jawohl, Adeyemi hier, sieht man, wunderbar, schießt aufs Tor. Jürgensen kriegt ihn nicht, der schießt das Netzgefühl kaputt. Ja, und damit führen wir hier mit 3-0. Wir werden auch ein bisschen was am Team ändern. Ja, und dann machen wir damit weiter und dann mal schauen, wo uns das Ganze noch hinbringt. Rennen, Staffel nochmal spielen für Schlotterbeck. Und so machen wir dann weiter, ja, die letzten Minuten nochmal. Boah, da holt jetzt nochmal Brandt den Ball. Füllkrug nochmal durch zu Donny Malen. Und er macht nochmal das 4-0 in der 88. Spielminute. Kaum ist die Torhymne vorbei gewesen, kommt sie schon wieder. Und dann machen wir das 4-0. Dann sehen wir, Brandt schön den Ball geholt. Das haben wir nicht mehr gesehen. Füllkrug weiter hier zu Donny Malen, der den Ball dann einfach reinschießt. Keine Chance für Jürgensen im Tor. Und das ist jetzt die komplette Entscheidung. Das ist der Sieg. Und jetzt habe ich doch gesagt, 5-6-0 müssen wir gewinnen. Wir schießen uns den Frust von der Seele. 4-0, ganz, ganz stark.
Der Schiri zeigt 2 Minuten an, das heißt, dieser Eckball ist der letzte. Reus nochmal zu Daniel Malen. Machen wir vielleicht nochmal das 5. Nein, aber der Schiri pfeift ab oder kriegen wir nochmal eine Ecke? Der Schiri pfeift ab. Wir schlagen Heidenheim mit 4:0. 3-monatiges Scouting-Update vor dem Spiel gegen den SC Freiburg. Dann mal schauen, was hier alles so rumschwirrt in den Scoutings, Jungtalenten dieses Weltfußballs. Leon Archer, leck mich, aber richtig. Ist das ein krankes Talent? Er ist leider erst 15. Das heißt, den können wir noch nicht hochziehen. Wie sieht das Ganze in Frankreich aus? Oscar Royer? Ja, der ist auch gut. Mathieu Roux oder Rouge ist auch sehr gut. 400.000 Mark wert als Torhüter. Ja, Deutschland legt nach. David Meyer, legen Sie nach. Tim Thomas! 3,4 Millionen Marktwert, die legen ja richtig nach. Sogar eigentlich am besten dieser Scout. Ja, Daniel Krüger, jetzt nicht so der Beste. Boah, was waren das für Talente. Ich drehe noch durch. Jugendstab, wir gucken mal. Der hat eine 66. Ach du Heilige. Hier haben wir nochmal eine Torhüter mit einer 54. Das sind alle Torhüter. Dann haben wir hier einen Flügelspieler. Oh, ist das geil. Flügelspieler liebe ich, ja. David Meyer auch linker Flügelspieler. Hier ZOM Leon Archer. Ja, das ist so ein, vielleicht so ein Reus-Erbe. Dann nochmal ein Rechtsverteidiger hier mit Oscar Royer. Also wirklich starke Talente, muss ich sagen. 1,80 für einen Zehner ist auch gar nicht so klein. Also das läuft doch mal richtig gut. Spieltag Freiburg gegen Borussia Dortmund Anstoß. Wir gehen hier rein. Ich bin mal gespannt, wie spiele ich jetzt? Ich glaube mal Silva und Schlotterbeck spielen. Die Süle und Hummels brauchen wir eben in der Champions League dann. Kefrem Thuram nochmal raus für Sabitzer. Reus spielt für Brandt. Beino Gittens nochmal für Adeyemi. Natürlich Girassi für Füllkrug. Dann werde ich auf jeden Fall Emecha spielen lassen. Stimmt, Emecha, der hat ja den Siegtreffer gemacht. Ja, kann keiner irgendwie ZDM spielen. Spielt mal Sabitzer ZDM. Rierson darf mal spielen für João Mario. Dann nehme ich nochmal Duranville mit. Genauso wie Rensch. Bahn nehme ich auch nochmal mit. Ja. Und da würde ich sagen, starten wir so rein hier in das Spiel gegen den SC Freiburg. Bizar spielt hier den Ball schön durch zu Daniel Malen, der den Ball bekommt. Und wir kommen irgendwie immer an den Deutern vorbei. Florian Müller am Tor vom SC Freiburg kann da nichts machen. Daniel Malen ist hier der Spieler der Stunde. Letztes Spiel hat er 2 Tore gemacht. Ich glaube, im ersten Spiel hat er auch 1. Der müsste jetzt in 4 Spielen 4 Tore haben. Ja, ist gar nicht so schlecht, wie man sich's vorstellt. Daniel Malen hier kommt vorbei an Müller, schießt auch irgendwie das Netzgefühl kaputt. Und damit führen wir hier in Freiburg. Abitzer weiter zu Malen, runter zu Cero Gerassi, alleine gegen Florian Müller. 0-2, 22. Spielminute. Sehr, sehr stark, was wir hier machen. Cero Gerassi macht er nicht das, was er bei Stuttgart immer gemacht hat. Und zwar Tore schießen. Und auch gerade nicht wenige. Wir können mal demnächst gucken. Vor dem Spiel gegen Paris Saint-Germain, wie die Statistiken gerade aussehen. Wer wie viele Tore hat und so weiter, würde mich schon mal interessieren und Vorlagen. Aber Cero Gerassi, schön von Bayern Müller, 2-0 und schon mal eine gute Ausgangslage. Beino Gittens, weiter zu Gerassi. Also so Weitschüsse gehen irgendwie immer rein. 72. Spielminute, 0-3 führt Borussia Dortmund auswärts beim SC Freiburg. Jetzt sehe ich hier irgendwelche Ordner. Ja gut, nicht schlimm, wir machen das 3-0. Und da sehen wir unsere Gästefans, die sich freuen. Wir können auch nochmal auswechseln dann hier. Gehen mal ins Teammanagement rein. Packen mal Rensch rein für Rierson. Bark, wobei kann Rensch, ne, er kann nur Linksverteidiger. Benze Baini kann aber dann Innenverteidiger. Dann Sabitzer raus, machen wir das so. Rensch dann auf die linke Seite. Füllkrug nochmal rein für Gerassi. Duranville nochmal rein für Daniel Malen. Den brauche ich halt eben fit, das haben wir 4-mal gewechselt. Packen dann nochmal Reus raus, weil er gelb gesperrt ist, für Julian Brandt. Und machen so die letzten Minuten nochmal weiter. Der Schiri zeigt 2 Minuten an, die sind rum. Wir schlagen auch Freiburg zu und gewinnen hier 3-0 auswärts. Wir sind beim Spiel jetzt gegen Paris. Wir gucken aber jetzt erst nochmal hier in der Teamzentrale. Die Tore hat hier Daniel Malen in den 4 Spielen 3er, eine Vorlage Gerassi 3-3, also sehr stark. Benze Baini 1-0, Enmetscher 1-0. Also die machen das gar nicht schlecht. Jetzt kommt halt ein Gegner, wo ich Angst habe. Wo ich richtig Angst habe. Wie starten wir rein? Mit der besten Elf. Ich würde nochmal Gerassi reinpacken für Füllkrug. Reus erstmal auf der Bank. Antonio Silva auch. Die packe ich hier erstmal raus. Duranville bleibt auch daheim.
Ich packe aber einen Matcher rein, weil er stark war. Chan spielen wir. Hummels, Süle, das sollte auf jeden Fall passen. Günther können wir dann nochmal einwechseln. Ja, würde ich sagen, starten wir so in das Spiel gegen Paris Saint-Germain hier im Parc des Princes. Oh, da kommt jetzt Paris Saint-Germain. Und man merkt schon, es ist ein anderes Spiel wie gegen Bundesligisten. Ousmane Dembélé, unser Eckspieler, macht hier das 1-0. Da sehen wir auch Goretzka. Oh ja, das könnte echt ein hartes Spiel werden. Es ist vor allem auch eine harte Gruppe mit Newcastle und auch noch AC Mailand. Also ob wir hier weiterkommen, ich peile auch erstmal nur die Europa League an. Ja, wird sehr interessant. Ja, das sieht, glaube ich, in einer Klatsche aus. Goretzka, 15. Minute, 2-0 Paris. Oh mein Gott, ey, das könnte hier richtig böse ausgehen. 2-0 Leon Goretzka. Ja, jetzt ist schon raus aus der Bundesliga, trifft trotzdem gegen uns. Ja, Mbappé spielt ihn gut durch. Die unsere Abwehrspieler denken sich keine Ahnung. Und Kobel, was macht Kobel? Halt doch mal einen Ball. Hey, das ist Wahnsinn, der hält wirklich keinen Ball. Ja, und damit legen wir noch mehr zurück. Felix ein Matcher, weiter zu Cero Gerassi, jetzt läuft er hier mal alleine aufs Tor zu gegen Keylor Navas, 2-1, 24. Spielminute, wir sind doch noch da, in echt ging es ja 2-0 aus für Paris Saint-Germain. Cero Gerassi ist hier da, macht sein viertes Tor in dieser Saison und das erste in der Champions League. Okay, wir sind da. Ja, vielleicht können wir hier einen Unentschieden in Paris rausholen, das wäre doch schon mal gut. Gerassi, da ist der Anschlusstreffer. Gerassi, spiel ihn durch. Felix Nmecha, komm Junge, renn, du bist aber auch nicht so schnell. Er kommt vorbei am Keeper. Milan, haben wir oben gesehen, führte heim 2-1 gegen Newcastle. Und in der 66. Spielminute gleichen wir aus. Ich habe echt gedacht, nach dem 2-0, nach einer Viertelstunde, das geht ja 5-6-0 aus für Paris oder 5-1, 6-1. Aber nein, wir kommen. Der Auswärtsblock, wie auch schon gegen Freiburg, ist da. Und damit machen wir den Ausgleichstreffer. Niklas Füllkrug kommt einmal rein für Gerassi. Und das ist ganz, ganz wichtig. Nmecha, dieser ZM-Spieler bei Dortmund, die machen es einfach, genauso wie Bellingham. Und damit ist der Ausgleich da. Oh nein, Carlos Soler, ich ahne Böses, weil er Mbappé ist. Wieso machst du diesen kurzen Pfosten nicht zu? Hey, ist unfassbar, was macht Kobel? Es ist unfassbar. Mach doch diesen scheiß kurzen Pfosten zu. Aber nee, er macht den auf, dass uns Carlos Soler durchschießen kann. Super, 3-2 liegen wieder zurück. João Mario weiter. Hier zu Daniel Malen, Füllkrug in der Mitte. Lauf dich bitte frei und jetzt köpf ihn rein. 88. Spielminute, 3-3. Was ist das hier für ein Spiel? Und jetzt bitte bringen wir es noch irgendwie über die Zeit. Nicht zu früh, Freund. Terzic schon alle. Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Teammanagement. Wir bringen nochmal frische Kräfte. Thuram für Can, Günther für Benzebaini, Beino Gittens nochmal für Jule Brandt. Und nochmal Schlotterbeck für Hummels und komm, so machen wir die letzten Minuten weiter und bitte 3-3 halten wäre richtig geil. Schiri zeigt eine Minute an, die ist rum und wir spielen tatsächlich gegen Paris 3-3 und entführen einen Punkt aus Paris. Sind wir jetzt mal im Spiel gegen Wolfsburg, hier machen wir aber Schluss und wir sind nach 4 Spielen Erster. 11-3 Tordifferenz, Bayern genauso viele Punkte, also 4 Mannschaften mit 10 Punkten, Union Berlin, Bayern München, Mainz und eben wir. Ja, dahinter, die schlafen aber auch alle nicht. Wie sieht's da unten aus? Leverkusen nur auf Platz 16, okay, Wahnsinn. Ja, Stuttgart hält sich auf der 10, also ist noch ein bisschen gemischt. Da kommen noch ein paar Mannschaften wahrscheinlich hoch. Wir können mal ganz kurz auf die Statistiken schauen. Am meisten Tore Gerassi, 4-4 hat er nach 5 Spielen. Ja, traurig, dass wir halt eben Haller verkauft haben. Aber gutes Geld eingenommen, wieder gut reinvestiert. Da würde ich sagen, war's das von dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren, damit ihr immer keine Videos mehr verpasst. Und das sind wir, Jungs. Haut rein, bis dann und tschüss.